Und da sind wir nun auch schon Part 6 von meinem Let's Play Black Ops. Wir waren eben im Pentagon und ich habe keine Ahnung mehr, welche Mission jetzt kommt. Ah, das hier, okay. Ah, jetzt starte ich aber mal hier. Mein Timer, weil ich glaube Part 5 war ein bisschen kurz. Wachsam bleiben, Mason. Geht mir, na los. Na los. Whiskey, komm zurück. Los, X-Ray. Soyuz 1 startet gleich. Sind unterwegs, over. Ja, go, go. Und sei die Zeit davon, Mason. Na los. Ich warte auf dich, Mann. Hier sind wir Raketenabschussbasis und ich glaube auch hier werde ich das ein oder andere mal failen. Nein, ich habe es im Gefühl. Es ist viel zu viel los. Yankee 1-3, Bericht. Na, schauen wir mal. Bericht. Wie wird Funkstille? Mal sehen, was da draußen ist. Gucken wir mal. Countdown läuft schon. Da ist die Soyuz 2. Sie startet 10 Minuten nach der Soyuz 1. Da vorne ist die Kommandozentrale. Mason, Aktivität auf der Straße. Siehst dir mal an. Scheiße, es ist Weaver. Er ist aufgeflogen. Ihr Kollege will mir seine Anwesenheit in dieser Anlage nicht erklären. Wer ist das, verdammt? Ergeben Sie sich. Wir behandeln Sie angemessen. Das ist Kravchenko, die rechte Hand von Dragovic. Das ist die einzige Warnung. Wir können nichts machen, Mason. Weaver hat's erwischt. Ich weiß. Sie haben die Wahl. Das ist nicht gut. Verdammte Scheiße. Du, Whiskey, schon in Position? Roger, X-Ray. Whiskey hat die Straße im Visier. Weaver haben sie erwischt. Die Basis wird alarmiert sein. Position halten. Wir sind unterwegs. Roger. Okay. Na, aber los. Los geht's. Na, geh. Bewegung! Nein, der sieht uns nicht. Weil er fliegt ja nur genau über uns drüber. Ach du Scheiße, das ist ja mit der Python, ey. In Bewegung bleiben. Mehrere Aufsätze, Schalldämpfer, ja. Los geht's. Wir brauchen diese Uniform. Ich nehme den am Boden. Nimm du den anderen. Mach ich. Dann mal los. Ah. Hier diesmal kein Blut. So, und zwar die Klamotten von denen. War Weavers Rettung wichtiger als ihre Mission zu erfüllen und Dragovic zu töten? Weaver war Russe. Aber er war in Ordnung. Ich hoffe, du kannst seit Vorkuta etwas Russisch messen. Moja, okay. Wir müssen Weaver retten. Okay, was haben wir jetzt? Okay, immer noch die Python. Nicht schießen. Wir bleiben in Kopf. AK mit AK. Собаки прогладь. Ладно, будьте на чеку. Если чёртовы псы будут брехать, пристрелите их. Да, да. Haut rein, Menes. Schütze auch erschossen, mein Gott. Brooks und Bowman müssen direkt voraus sein. X-Ray, hier Whiskey. Feinde in Sicht, schalte sie aus. Vorwärts.
vorwärts und bleib sitzen. Dann geh auch vorwärts. Was ist mit Weaver? Er ist aufgeflogen. Wir fahren wie geplant fort und hoffen auf eine Gelegenheit. Das kriegen wir schon hin. Okay, los geht's. Genau, let's rock. Unauffällig bleiben. Может остановить? Нет. С помогательной. Ach, schade, ich wäre jetzt ein bisschen rumgesprungen, aber es geht nicht. Ты уверен? У нас проблема. Охрана квадрат не выходила обратно. Не выходить на связь. Ich glaube, sie haben die Leichen gefunden. Nein, alles gut. Macht, was sie machen. Kommandozentrale voraus. Scharfschützen auf dem Dach. Vorne sind ein paar Männer. Okay, Bone Brooks, kümmert euch um sie. So, macht ihr die dann mal weg. Bam, bam, bam. Und dann und es gehen wir nochmal rein. Zum Neu. Bereit? Jede Etage sichern, bevor es weiter hochgeht. Ich schalte den Funk aus. Jo, kriegen wir hin. Los! Endlich mal wieder schießen. So, erstmal die Python hier loswerden. Werfe eine Granate! Er ist tot. So, die hat man auch. Warum kommt er denn nicht mit hoch, der Arsch? Oh, kommt ja schon schießen um die Ecke. Er hat doch Wallhacks angehabt. Okay. Tschaußen. Naja, das war ja nicht so tief. Oh Mann, kommt da auch noch einer. Ich schätze, dann wieder an der Leiter anfangen. Ja. Ich werfe den da jetzt nicht runter. Ich erschieße den direkt, weil dann habe ich nicht diese Action da gleich. Alles runter! Komm raus! Ziel ausgeschaltet! Wo ist er hin? Da war er doch. Kackarsch, ey. Er ist in einem Bunker südlich der Kommandozentrale. Wo muss denn hin jetzt? Oh, hast du mich erschrocken, ey. Mason! Mason, komm rüber! Armbrust, Explosivpfeile, sofort! Ich sichere die Leiter! Ja. Geht auch noch schnell da oben drauf. Wir sind festgenagelt. Wir haben Gesellschaft. Sie sitzen fest. Schalte die Fahrzeuge aus. Schön ans Bein. Boom. Ich mag die Armbrust. Ihn hat's erwischt. Roger. Der Truck, aufpassen. Da hinten, oh, am Fass. Das war dein Fehler, Kollege. Mach's gut.
So, machen wir noch ein Truckblatt. Sie erregen Aufmerksamkeit. Die Arschlöcher sind auf dem Rückweg. Ich halte die Stellung. Schieß! Beeilung, Mason! Ach so, oh, ich dachte, jetzt kommt hier los, noch. Los. Weaver! Oh, hast du jetzt wieder diese. Längst sichern! Schaffst du die Mission noch, Weaver? Tun wir es! Tun wir es, genau! Angriff! Hast du das Lenksystem sabotiert? Ich bin aufgeflogen. So viel zum Thema Schleichangriff. Ach, kann man behalten, mein Lieber. Es bleibt vielleicht noch genug Zeit, den Start zu stoppen. Wir müssen zum Zweitbunker. Oh, ich wollte gerade sagen, Lag, aber Zwischensequenz. Dann mussten sie die Ascension-Gruppe finden und die Wissenschaftler töten. Nein, töten musste ich Dragovic. Ja, wenn ein paar Wissenschaftler im Weg stehen. Hast du noch die Armbrust? Oh, sehr schön. Mason, mir nach! Gib alles, das wird ein schwerer Kampf! Halt mal die Armbrust, weil da gibt's. Feind bei den Kühleinheiten! Soweit ich weiß auch. Warum keine Explosivpfeile mehr? Junge. Ah, jetzt, okay. Da gibt's. Oh, lädt er 5 Stunden nach. Da gibt's doch einen Erfolg für. Nein, voll über den drüber geschossen, ne? Da gibt's einen Erfolg für, wenn man. Achso, scheiße, wir müssen so auch noch beeilen, ey. Wenn man 30 Leute mit explosiven Pfeilen tötet. Schon gesehen. Ziel bei den Kühleinheiten! Geländer beobachten! Beim Geländer! Ziel! Oh Mann! Wir haben drauf geschissen jetzt. Ich glaube, ich treffe nichts. Scheiß auf den Erfolg jetzt. Explosivbolzen. Ich probiere es trotzdem noch. Oh, die Aufnahme ist vorbei. Egal, wir machen geht's jetzt halt ein bisschen länger hier, der Part. Okay, da. Oh. Haben wir den Erfolg? Kommt, wenn es noch 2 Minuten, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen drauf drücken. Das wird ein knappes Ding, glaube ich. War eine schöne Miami Vice-Rolle, aber es hat ihm nichts gebracht. Okay, wir haben es wenigstens in der Zeit geschafft. Aber Leute, ich mache jetzt hier eine Pause und da sehen wir uns mal gleich korrekt Part 7 und so. Also bis gleich.